Den Bereich Worship and Creative Arts gibt es in Vineyard Dach seit 2016. Wir haben schon früh damit angefangen, Treffen für Worshipper anzubieten. Worshipper, die ihre Anbetung in ganz verschiedenen Kunstformen ausdrücken. Wir haben diese Treffen früher Reform Art genannt und seit 2022 heißt das Worship Fusion. Bei uns sind wirklich alle möglichen Kunstformen willkommen. Also neben Musik haben wir Fotografen, Filmemacher, Wortkünstlerinnen, Autorinnen, Tänzerinnen, bildende Künstler, eine professionelle Puppenspielerin, eine Goldschmiedin und vieles mehr. Also alles ist da willkommen. Wir haben verschiedene Formate entwickelt in den letzten Jahren, von Songwriting-Workshops über Online-Formate bis zu einem Berufskünstlertreffen. In den folgenden Minuten kommen jetzt alle Mitglieder der aktuellen Bereichsleitung zu Wort und zwei ehemalige. Alle sprechen über ihre Erfahrungen, die sie in den letzten Jahren in dieser Arbeit gemacht haben. Außerdem liegt ein Schwerpunkt darauf, dass wir erzählen möchten, welchen Nutzen konkret dieser Bereich für deine lokale Vineyard hat. Hi, mein Name ist Samuel, ich bin aus der Vineyard Schwäbisch Aal und ich bin dort schon jahrelang verantwortlich für das Thema Anbetung. Und wir als Bewegung auch auf Dachebene möchten euch im Bereich Anbetung unterstützen und voranbringen. Wir wünschen uns, dass ihr dort, wo ihr gerade seid, mit den Bedürfnissen, die ihr aktuell habt, egal wie groß oder klein euer Team ist, wir euch unterstützen können. In der Vergangenheit haben wir dazu ganz konkret Workshops angeboten. Wir sind in die Gemeinden hinein. Ich bin ganz konkret in die Gemeinden hinein und habe mit den Lobpreisteams dort vor Ort zusammengearbeitet. Wir haben Werte vertieft, erarbeitet, was bedeutet es, Vineyard Worship zu machen, zu tätigen, Kultur zu bauen, aber auch ganz konkret überlegt, was sind konkrete Werkzeuge, die wir nutzen können, um dieses Thema eben voranzubringen, sodass wir Kultur bauen und nachhaltig Kultur prägen in unseren Gemeinden. Dazu wollen wir euch auch in Zukunft herzlich einladen. Kunst als schöpferische Kraft, als Ausdruck der Schönheit Gottes und Künstler als Propheten unserer Zeit, die wir sozusagen aussenden in dieser Welt, um ja, in Ausstellungen aktiv zu sein oder in Hauszimmerkonzerten, wo wir unsere Freunde einladen. Uns ist es wichtig als Worship and Creative Arts, nicht nur Orte zu schaffen in unsere lokale Vineyards, wo diese Gegenwart Gottes kraftvoll einbricht, in einem Gottesdienst zum Beispiel. Aber uns ist es auch wichtig, dass wir Künstler ermutigen, in die Welt hinauszugehen, um Menschen, die mit Jesus vielleicht gar nichts zu tun haben, ausgesetzt werden mit dieser Kraft und mit dieser Schönheit Gottes. Dafür brennt unser Herz. Hallo liebe Freunde von Worship and Creative Arts. Songlab ist praktisch ein Songwriting-Workshop, den wir vor einigen Jahren im Rahmen der Vineyard durchgeführt haben. Die Idee dazu kam eigentlich aus dem Musikbusiness. Wir haben hier bei uns im Tonstudio, in den Kassel Studios, des Öfteren Songwriting-Camps gehabt und die Dynamik, die dort entstand, war sehr schön und ich wollte das gerne mal in die Vineyard-Bewegung übertragen. Deswegen haben wir dieses Songlab-Konzept entwickelt. Es beinhaltet im Prinzip eine Gruppe von Leuten, die sich treffen zum Liederschreiben. Morgens werden gemeinsam die Texte verfasst, eine Melodie gemacht und dann ab mittags mit jeweils Produzenten werden die Lieder dann arrangiert, aufgenommen und abends hört man sich das dann gemeinsam an. Und was dabei passiert, ist sehr schön, es ist gemeinschaftsfördernd, es ist intensiv, man tauscht sich aus. Man hilft sich gegenseitig, gibt Informationen weiter und es war eine wunderschöne Sache. Das zweite Songlab ist leider an Covid dann gescheitert. Ich hoffe aber, dass es bald nochmal so etwas geben wird, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Ein Thema, mit dem wir uns schon seit längerem beschäftigen, ist das Thema Songwriting. Wir sind der Überzeugung, dass wir im Vineyard Dach hier noch nicht vollständig unseren Schatz gehoben haben. Vor einigen Jahren gab es das Songlab auf dem Schloss Röhrsdorf und da sind innerhalb von wenigen Tagen ganz viele neue Songs entstanden. Und aus dieser Erfahrung heraus haben wir uns gefragt, wie können wir die Menschen in den lokalen Vineyards noch besser unterstützen? Und deshalb haben wir letztes Jahr Songwriting Circles ins Leben gerufen.
Das heißt, dass unter der Verantwortung einer Person sich Menschen, die Lieder schreiben, treffen und bringen ihre eigenen Songs mit, geben sich gegenseitig Feedback und fördern und unterstützen uns gegenseitig, wie wir in der Kunst des Songwritings besser werden können. Ihr habt im letzten Newsletter vielleicht ja schon gesehen, dass wir Song of the Month jetzt in den Newsletter stellen. Die werden dann auf der Playlist, auf der Dachseite wiederzufinden sein, weil unser Herz brennt dafür, dass wir Songs aus der Bewegung für die Bewegung zur Verfügung stellen. Falls du Lust hast, Teil eines Songwriting Circles zu werden, dann melde dich bei mir. Ich freue mich, wenn wir wachsen, und ich bin gespannt, was Gott noch so alles mit uns vorhat. Hallo zusammen! Falls ich ein bisschen müde wirke, dann ist es, weil wir seit kurzem eine süße kleine Tochter haben. Es ist eine schöne Zeit, aber halt auch sehr, sehr intensiv, und schlafen ist ein Luxus. Was ist Dance Lab? Dance Lab ist ein Ort, wo Tänzer und Tänzerinnen zusammenkommen können, wo um auszutauschen, um connecten, um neue Freundschaften zu bilden, um Choreografien zu gestalten, zu mitwirken, Freestyle-Momente, ganz, ganz, ganz viele Momente, wo auch Kreativität voll mitwirken kann. Genau. Und mein Traum wäre oder ist, oder eine Vision, dass noch nicht Gläubige mit Gläubigen zusammenkommen und da immer wieder Gott natürlich übernatürlich miterleben dürfen. Vor mittlerweile 2 Jahren haben wir begonnen, uns als Worshipper der Vineyard Dachbewegung zu treffen. Seien es Musiker, Tänzer, Wortkünstler, Maler, alle möglichen Kreativen. Und wir verbringen Zeit miteinander, aber vor allem verbringen wir Zeit mit Jesus. Das ist immer eine super wertvolle Zeit, und wir lieben es, miteinander vor den Thron Jesu zu kommen und unsere Themen miteinander zu besprechen. Das machen wir meistens in der 2. Jahreshälfte. Komm doch gern dazu. Wir freuen uns über jeden, der uns kennenlernen will, den wir neu kennenlernen dürfen und mit dem wir zusammen vor den Thron Gottes kommen dürfen. Das Vineyard Worship Collective hat die Vision, der Dachbewegung zu dienen, indem wir bei den gemeindeübergreifenden Veranstaltungen, den Konferenzen, die Worship-Zeiten leiten, Gott groß machen, ihm die Ehre geben, seine Gegenwart suchen. Wir versuchen, die Einheit der Dachbewegung wiederzuspiegeln, indem wir in unserem Team Musiker, Worshipper anfragen, die aus der gesamten Dachbewegung kommen, und erleben in dieser Einheit enormen Segen und glauben, dass Gott es gefällt, wenn wir als Bewegung zusammenkommen und ihn verehren. Ein Vorgeschmack dessen, was alles möglich ist, durften wir in Schloss Rösdorf erleben. Aufnahmen davon seht ihr im Hintergrund. Wenn wir als Bewegung unsere Ressourcen zusammenschmeißen und schauen, was zusammen möglich ist, und gemeinsam Gott die Ehre geben. Hey, liebe Freunde! Willkommen in meiner Küche. Anbetung in Form von Musik ist ein ganz wichtiger, ein intrinsisches Element in meiner Reise als Jesus Nachfolger. Ich erlebe seine Gnade, seine Annahme in der Musik und in der Anbetung und besonders auch in Songwriting. Songwriting ist für mich die Chance, seine Gedanken, seine Eindrücke in unsere Welt hineinzutragen. Ich glaube, dass Jesus ein Gott der Beziehung ist. Und genau deshalb verbinden wir die Vineyard-Bewegung Österreich, Deutschland und Schweiz mit nationalen und internationalen Partnern im Bereich Worship und Creative Arts. Ich unterstütze ganz wesentlich in der Arbeit, Anbetungssongs durch Produktion, durch Events, durch andere Formate zu promoten. Ganz wichtig für mich ist auch das Plattform auf der Webseite, wodurch wir Songs verteilen wollen und andere inspirieren wollen. Worship und Creative Arts ist für mich der Inbegriff von Zusammenbringen, Menschen connecten und dadurch zu ermutigen, kreativ, musikalisch anbetend zu sein. Ich durfte das selber erfahren im 2019 im Schloss Röhrsdorf, als wir zusammenkamen beim Song Lab, eine Woche lang Songs zu schreiben. Das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich wichtige Kontakte knüpfen
durfte, die bis jetzt anhalten und auch einfach den Mut fassen konnte, selber musikalisch mich auszuprobieren und auszudrücken. Und das wünsche ich mir, dass wir durch Worship und Creative Arts einfach für Menschen immer wieder Raum schaffen, Menschen ermutigen, selber kreativ sich auszudrücken und so unseren Gott anzubeten. Neben dem Stärken der lokalen Vineyards gibt es noch mindestens eine weitere Aufgabe, die wir als Bereich Worship and Creative Arts sehen. Und das ist immer die Frage, wie wir als Kulturschaffende ein Segen für unsere jeweiligen Städte sein können. Und da hat es ein paar Beispiele gegeben in den letzten Jahren, wo Vineyard eine Ausstrahlung hatte und auch mit anderen Menschen in der Stadt zusammengearbeitet hat. Wo auch Christen und Nichtchristen sich begegnet sind. Ich möchte ein paar Beispiele geben. Das eine sind die Jail Sessions in Berlin. Das ist ein Projekt rund um den Filmer Lukas Augustin und entstanden rund um die Vineyard Berlin, die ein ehemaliges und stillgelegtes Gefängnis in Berlin-Köpenick zu einem Kulturzentrum gemacht haben, dort Kultur stattfinden haben lassen und das als Stream in die Welt gesendet haben. Zweites möchte ich nennen die Kulturwelle in Kleve, wo wir als Kulturschaffende ein stillgelegtes Schwimmbad bespielt haben, für 15 Tage als Kulturzentrum genutzt haben, dort Aufführungen aufgeführt haben und so weiter. Und wo auch Vineyard-Leute sich in den Kulturbetrieb der Stadt integriert haben. Außerdem möchte ich als Beispiel auch noch geben die Vineyard Schwäbisch Hall, wo das Worship Arts Team regelmäßig das sogenannte Art Event anbietet. Und zum Beispiel mit einer Vernissage Ausstellungen eröffnet werden, wo auch Poesie und Musik eine Rolle spielen. Und das sind nur ein paar Beispiele und ich glaube, dass es weitere in den Vineyards in den Städten gibt. Wir haben natürlich auch Vorstellungen für die Zukunft. Wir können uns vorstellen, Kunstausstellungen in verschiedenen Städten zu machen, die dann auch einfach für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Wir hoffen, euch ein bisschen inspiriert zu haben und natürlich laden wir euch ein zum nächsten Worship Fusion.